Oh, was ist das denn? Fleischwurzel. Ja gut. War ein Crit. Da kann man relativ wenig dazu sagen. 3-facher Angriff. Okay, das Ding hat aber nur eine Aktion. Wilde Schläge. Ich weiß nicht, ob die auch dann 10 AP bekommen, wenn die die wilden Schläge machen. Ich glaube, mit dem Schmerzriss wäre ich da auch gar nicht mal so schlecht bedient. In Kombination mit dem Schmerzriss ist es auch viel besser. Weil es triggert dann doppelt. Starke Seele wieder, okay. Ich denke mal, die werden aber immer nur einfach kommen. Also müsste es kein allzu großes Problem sein. Zweimal bis einmal angreifen und sie greift dann doppelt an. Sieht das halt gar nicht. Aber es macht schon Damage. Todesgift, ah. Triple Attack. Schon wieder eine Sarus-Kralle. Wie viele gibt's denn von den Dingern? Dass die überall auf der Welt verstreut sind. Wilde Schläge. Es gibt Shella wie Vella. Schon wieder das Todesgift. Er macht einfach nochmal den Schmerzriss. Es läuft dann wieder gleich. Aber die geben auch gute Erfahrungspunkte, also 3150 geht eigentlich für einen relativ einfachen Kampf. Und was bist du? Nochmal eine Fleischwurzel. Kann ich eigentlich an den Blut saugen? Das ist jetzt die große Frage. Aber ich glaube, hier ist sonst nichts mehr, außer dieser komischen Sarus-Kralle und den Fleischwurzeln. Naja.
Easy XP, würde ich sagen. Hört die schon mir? Ja. So eine Zombie-Mine. Ich vermisse immer noch dieses Geräusch. Oh. Wieso? Das war immer so cool. Du kommst rein und du hast immer dieses Klonk, Klonk, Klonk. Wie die das Erz abbauen. Das war immer so nice. Ah, ich glaube, ich weiß jetzt aber, wo ich jetzt mal hingehe. Ich gehe jetzt natürlich in die Halle der Helden. Und gib da mal ein paar von diesen Dingens ab. Was ist das denn? Oh, Haus der Freudentränen. Das Gebäude brennt noch ab. Wir sollten nicht unsere Zeit hier verschwenden. Ich hoffe, wir stürzen nach dem Brand noch rein. Parix auch mal die Barriere entfernt. Nochmal rein. Kann ich verstehen, lass uns von hier verschwinden. Ich dachte, vielleicht steht da noch jemand draußen. Wäre schon interessant gewesen. Hey, da ist ein Geist. Damit hätte ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. Weil ich mir solche Dinge eigentlich immer notiert habe, aber... Wer guckt schon in seine Notizen rein? Das ist einfach... Naja, was soll ich dazu sagen? Das bin halt ich. That's me, boys. And ghouls. Hier. Ah, das ist dieses Haus mit dieser einen. Die halt auch einfach getötet haben, die Mörderhobos. Sie sind einfach gefühlt Mörderhobos. Außer Vina und Elaine. Die sind nicht so die Mörderhobos. Die wollen zumindest nicht jeden immer töten, den sie sehen. Das ist Basalan, oder ich meine zumindest, dass es Basalan ist. Da ist auch diese Oase. Bis bei 8 Minuten. Oh, ein neuer Ort. Da kann ich aber noch nicht hin. Gibt es denn in der Gegend einen Ort, in den ich betreten kann? Oder bei dem es möglich ist, sagen wir es mal so. Wo war denn nochmal die? War doch auf einer Insel, oder? Damit. Ich hab das abgeschlossen. Ich hab da hinten auf dem Fleck da unten. Bin ich aber auch schon vorbei. Nee, da ist nix. Scheiße. Oh, hey. Hier war ich noch nicht. Lol, schon wieder so hässliche Spinnen. Nehme ich an diese komischen Dämonenspinnen. Gegen die wir auch schon mal gekämpft haben. Gehen eigentlich. Gehen bestimmt auch wieder normale Seelen. Todesblick. Erstmal gekrittet, obwohl er blind ist. Damit haben die bestimmt nicht gerechnet. Ich
Oh, 4200. Schweres Breitschwert. Was sagt Walnar zu dem schweren Breitschwert? Langsam verursacht aber viel Schaden. Minus 45 Geschwindigkeit. Boah, will ich das eingehen? Er hat nur weiße Zauberrunen. Alter, er kommt einfach als Vorletztes dran. Oh. Okay. Blutflasche. Was ist diese Brücke hier gut? Einfach für nichts. Und nochmal so komische Spinnen, okay. Komische Spinnen. Ja gut, das war's dann an der Stelle schon. Wieder. An der Stelle war's das mal wieder komplett. Wo ist denn dieses blöde Ding? Ich glaube, jetzt weiß ich. Nee, da ist bloß eine Mine. Das ist die Stufe 60 Silbermine. Hier ist eine weitere Silbermine, ebenfalls überrannt von Monstern. Da müssen wir alle Monster vernichten, bevor wir uns wieder um den Silberabbau kümmern können. Aber ich glaube, da komme ich auf 65 nochmal zurück. Ist aber immer ratsam, die gleich zu holen, aber... Ich bin mir halt nicht sicher. Ach komm, vorbei. Ich mach's einfach. Tun wir's. What the heck? Dann mach ich's auch einfach mal schmerzlos. Und greif mit allen an. Ich weiß auch nicht, ob das richtig eigentlich stackt. Ich weiß nicht, was er da für einen
Effekt drauf hat, aber ich glaube, das ist nichts Gutes. Das habe ich aber stark gesehen, die ich bekommen von dir. Und der Effekt ist auf jeden Fall wieder weg. Oh, die kann gar nicht mehr angreifen. Die kann das nicht mehr. Schade. Oh nein. Geheimgang. Und Angriff. Läuft eigentlich ganz gut. Ja, für Schmerzlos ist tatsächlich eine ziemlich praktische Fähigkeit, vor allem für die Normalangriffe. Der kostet es halt bloß ein bisschen so. Was es ein wenig problematischer machen könnte vom Management her, aber sonst. First Strike. Blutrune, oh, okay. Und den letzten. Das sind jetzt natürlich wieder ganz andere Dinger. Da mache ich es einfach, da mache ich es ganz einfach. Na komm, mach ich schwarzer Regen. Dark Shadow. Thank you.
Und weiter Schwung. Für mich die wenigstens kein Blut mehr. So, Asker ist zuerst dran. Elaine gibt dir erstmal einen Heiltrank. Warner macht dann wilde Schläge. Die sind halt anfällig wahrscheinlich gegen Lichtschaden. Und die macht einen Kopfverstümmel auf den. An allen immer wieder. Wobei. Greift auch einfach an. Na, ja, das war so klar. Zum Glück waren es nicht mehr von denen. Oh, die gehen auch gut auf Hauen. Das waren alle Monstergeliebte. Die Minis sind wieder einsatzbereit. Dann erschaffen wir den ersten Skelettdiener. Sie läuft immer an dieser Mauer entlang. Das ist eine interessante Musik. Meister! Hör zu, du dummes Skelett. Ich möchte, dass du diese Silber... Ich möchte, dass du diese Silbermine wieder in Betrieb... dass diese Silbermine wieder in Betrieb genommen wird. Ich will auch einfach, dass du die Silbermine wieder in Betrieb nimmst. Einmal gut. Meister, das ist schwierig. Das Silber in dieser Mine ist sehr schwierig zu schürfen. Wir werden Mumien mit ihren magischen Fähigkeiten benötigen. Na schön. Und sprecht mich erneut an, wenn ihr weitere Diener für die Mine erschaffen wollt, Meister. Ihr stark. Oh, ich kann aber volle Produktivität reinballern. Der schiebt dann ganz anders. Meine Tüte mit Dosen ist auch schon wieder fast voll. Wenn man halt so mindestens also ein bis zwei Dosen am Tag trinkt, das ist halt die Sache. Da sind auch große, kleine Dosen, aber auch normale Flaschen mit drin. Diese Mine befindet sich jetzt in der Produktionsstufe 10. Diese Mine befindet sich damit in der höchsten Produktionsstufe, Meister.
Gut so. 31.900 Erfahrungspunkte. Nice. Bald Level 65. Wehe, der Silbersturm kommt irgendwann zum Erliegen. Wir werden euch nicht enttäuschen, Meister. Meister, ich schürfe für euch Silber. Wage es bloß nicht, damit aufzuhören. Jawohl, Meister. Wage es bloß nicht. Oh, hey. Das ist noch ein Berg. Ich glaube, ich suche jetzt einfach mal schnell nach dieser Halle. Ha, gefunden. Halle der Helden. Ich will mal was ausprobieren. Was? Wie könnt ihr mir das antun? Oh. Oh, Alter, ich habe hier mega die FPS-Einbrüche. Jetzt nicht mehr. Keine Ahnung, wovon das kam. Blutflasche erhalten. Hab ich halt gespeichert eigentlich. Ah, bevor ich hier rein bin. Okay. Ich möchte jetzt was gucken. Kerker. Müsst doch einen Beherrschungsring haben. Also ich glaube es zumindest. Wo ist die Gute denn? Da ist die Gute. Ihr könnt es wagen, mich hier gefangen zu halten. Ich verlange sofort, dass ihr mich freilasst. Wird sie eure gefundene Seelenkristalle aufbrechen durch Seelen gewinnen? Und im Thronsaal. Gebieter, ich kann euch die Seelenkristalle aufbrechen und euch darin gebundene Seelen überlassen. Ja, zerbrich einen. 5 starke Seelen erhalten. Oha. Oha. Aber ich glaube, ich lasse das aktuell. Wollt ihr meinen Seelenkristall verkaufen? 4000 Filar geben. Okay, sie gibt mir Bus. Die Frage, was ist mir wichtiger? Seelen oder Geld? Ach komm, ich nehme sie mit. Ihr macht es so. Oh, bisschen viel Filar bekommen. Crowdfunder. Was war das? Was macht das? Was bringt mir das?
M. M3. Ja, ich stehe nicht mit drauf. Ich stehe nicht mit drauf. Schade eigentlich. Das sind die besonderen natürlich. Crowdfunder, Dankbarkeit in Ewigkeit. Da stehe ich wahrscheinlich auch nicht mit drauf. Na gut, dann gehe ich. Aber ich habe den Werwolf auch nicht, also... Naja. Aber das brauche ich erst auch nicht unbedingt.